lande ich noch im Wasser oder so. Aber wollen wir mal gucken. So, tak, 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 tak. Oh, da ist der Basti. Willkommen. Ah, Willkommen, Buck. Ja. Sorry fürs Stören. Das war knapp. Das war jetzt echt knapp. Ich grab mich hier gerade straight nach oben. Ich sag's so gerade zu den Zuschauern, das ist gefährlich, was ich mache. Und neben mir taucht gerade ein Lavabecken auf. Ich hab mir jetzt so gesagt, ich verzische mich mal wieder nach Hause. Ich hab jetzt ein Video im Hintergrund gerade mal eingebaut. Mich lässt du dann hier unten. Na. Hast du übrigens, hast du schon mal seit der 1.8 übrigens die Tab-Taste gedrückt? Ja, du siehst den Avatar-Kopf. Finde ich geil. Bitte geil. Bitte geil. Oh, ich muss mal gleich mit meinen. Mein Mitbewohner kann übrigens gar nicht der Grund sein, dass mein Ping grad hochgegangen ist, weil der guckt eine DVD. Schrieb er mir so vorhin. Hab ich umsonst gemeckert. Oh, man kann nie umsonst meckern. Na, wer weiß. Mein Gott, Memo an mich. Wenn du dich hochbauen willst, ist zwar gut, aber nicht in einem extremen Hole-Biom. DuckTales. ich bin angekommen. Wo wären wir bei einer Kinderserie wären, die toll war. Sag mal, du weißt gerade nicht zufälligerweise, ob Nacht ist, ne? Da steht jetzt nur ja. Doch, es ist Nacht. Fuck. Du hast mich gerade nicht ernsthaft gefragt, ob Nacht ist, obwohl du genau weißt, dass ich noch mitten in der Höhle unten drin hänge. Nein, TPen ist unehrenhaft. Ich habe mich in diesem Projekt schon einmal selbst TP't, also whatever. Das war noch, wo die Minimap war. Das ist unehrenhaft. Wow, so weit sind wir gar nicht von unserem Haus entfernt. Ja, wenn du mir jetzt noch sagen würdest, wo du dich hochgegraben hast, könnte ich folgen, aber... Da ist irgend so ein Obsidian, so ein Obsidian-Säule nach oben. Irgendwo. Interessant gesagt. So, jetzt pack. Sag doch einfach, dass du ohne mich abhauen willst. Ich muss ja nicht, wann du wieder auftauchst, Alter. Ja, die letzte Meldung, die ich bekommen hatte, war Authentification Servers are down. Ja, please try again later. Die spacken zwischendurch einfach immer noch gerne rum und das kriegen sie echt nicht auf der Reihe. Auf den Keks. So. Ich guck gleich mal, wo wir... Human in your chamber timed out. Alter Verwalter. Ach du Scheiße, hat der gerade technische Probleme. Alter Verwalter. Oh, tut der mir jetzt richtig leid. Der muss meckern im Hintergrund wie Sau gerade, weil er das hat. Oh, der tut mir gerade so richtig leid. Und irgendwie spackt bei mir aber auch gerade. Irgendwie spackt der Server ein bisschen hier ab. Ja, das tut er wirklich gerade. Boah, der lag gerade. Was ist denn jetzt los? So, die Opsis packe ich auch erstmal hier rein.
Gib mir mal die Kohle. Ich habe einen Bow. Verkraften wir mal diese Bows, dann haben wir das auch weg. Dann haben wir direkt einen heilen Bow. Die Pfeile weg. Nein, nein, das da wollte ich haben. Und das noch weg. Dann haben wir jetzt mal wieder schön viel Platz. Ja, den Dirt kann ich noch kurz weg. Dann geht's auch wieder. Ich hoffe mal, Basti schafft es irgendwann wieder hier reinzukommen. Sonst wird die Aufnahmesession jetzt schnell beendet, weil eigentlich ist das ein Together-Projekt und kein Solo-Projekt. Ich kann was machen. Jetzt natürlich nicht mehr. Schade. Willkommen zurück. Wollte ich gerade die Chance nutzen zu pennen, weil du gerade nicht da warst. Und genau dann, wenn ich pennen will, jointest du wieder drauf. Gehe ich mal davon recht in einem aus, dass gerade deine Mutter die Leitung ja nutzt? Nee, keine Ahnung. Ich weiß gerade selbst nicht, warum das so ist. Und der Server hat auch gerade ein klein bisschen laggy gehabt, ein bisschen. Das ist mir aufgefallen, weil er länger gebraucht hat, die Truhen zu öffnen. Nur damit du Bescheid weißt, nicht, dass der Host auch vielleicht leichte Probleme hat. Das hast du mir heute ja schon mal geschrieben, dass der leichte Probleme hatte. Naja, das war aber von denen, da haben die sich auch entschuldigt. Aber das bei dir war, ich habe gerade zu den Zuschauern gesagt, ich schätze mal, der flucht gerade im Hintergrund. Weil, na Quatsch, war. Ja, was, wenn du fliegst? Ich habe denen auch so gesagt, wenn du jetzt nicht irgendwann raufjumpst, werde ich die Aufnahme früher beenden als eigentlich geplant, weil das ja eigentlich ein Together-Projekt ist und kein Solo-Projekt. das gehörst du dazu. Und nicht, dass ich dann hier alles alleine mache. Ganz ehrlich, warum soll ich bei so einer Sache noch fluchen? Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. Gut ist. Werde Tag. Ich will. Ich habe übrigens keinen Plan, wo wir das Portal hin platzieren sollen. Cool. Ich auch nicht. Vielleicht gegenüber in den Berg. Wäre ja eine Idee, ne? Ja, wenn ich hier irgendwann raus. So, jetzt legst du mich schon wieder. Soll ich dich TP'n? Und einfach drauf scheißen, dass das so schlimm ist. Ich will hier selber raussuchen. Finden. Na gut. Ich hab's ja nur gut gemeint. Sorry. Ich glaube, das war das Ei, was ich heute Abend gegessen habe. Und dann fängst du einfach mal. Autsch. Einfach mal anzurüpsen. Dann hatten wir nicht. Hatten wir nicht mal ein Feuerzeug? Ich wollte gerade sagen, hatten wir nicht mal gesagt, nicht rülpsen in Aufnahmen? Ja, deswegen auch, das tut mir leid. Hatten noch mal ein Feuerzeug. Ja. Cool. Hier versperrt man gerade Lava den Weg. Aber nicht mit Commander. Passt schon. Hier haben wir Flint. Und hier haben wir Iro. Finde ich hier überhaupt noch mal irgendwann raus? Also. Im Moment irre ich auf Layer 20 rum und sammle gerade alles. So, wie viel Obsis braucht man nochmal für ein Portal? Nein, 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 nein. Was passiert gleich? Du schwimmst in Lava oder wirst von einem Creeper zerstört oder von einem Skelett erschossen? Was kommt? Nee, ich hatte gerade nochmal Tier Glück.
Alter, Enoch lässt grüßen, oder wie? Haben sie dich gerade kastriert? Nein, ich bin zusammengeschossen, weil mir ein Creeper entgegenkam. Fuck, Alter. Scheiße, Alter, nein. Oh, geil. Der Schrei. Oh, scheiße. Nein, sollte ich jetzt wieder mal nicht laggen. Ich habe gerade Lava gestreift und dachte, es wäre zu Ende. Und habe das mit zwei Herzen überlebt. So, Obsidian. So, das Portal steht. Ich mach's aber jetzt noch nicht an. Ich will erst den Weg hier fertig machen. Weil ich habe keinen Bock, dass uns gleich irgendwelche, sagen wir schnell, Piggies auf Eier gehen, wenn der Weg noch nicht fertig ist, weißt du? Muss ja nicht sein! Wir haben natürlich keine Cleanies, ne? Ja, das war natürlich klar. Human in your chamber timed out. Immer wenn er Probleme hatte, spackt der Server ab. Gut, ich mach mal weiter. Langsam glaube ich eher, dass der Server das ist. So, wie machen wir das? Ich glaube so. Ja, natürlich schlägt der Server rum. Server? Danke. Zack, zack. Das heißt wieder hier. Basti und ich glauben das gleiche, dass der Server wieder mal irgendwelche Spirenzkuss macht. Ja, wir warten jetzt noch. Ich glaube nämlich wirklich, dass es da ist, weil als du wieder undeutlich wurdest, so der, konnte ich auf einmal keine Truhen mehr öffnen. Guck mal, ob da ob irgendwo was steht bezüglich, ob die wieder irgendwelche technischen Probleme haben oder so. Wäre mal gut, wenn du das mal nachgucken könntest. Du Fresssack. Ich hoffe, es schmeckt dir. Nein, minimal. Weil anders könnte ich das jetzt nicht verstehen. Weil als du, wie gesagt, anfingst zu laggen wieder, konnte ich einfach mal auch keine Truhen mehr öffnen. Und du bist auch zurzeit irgendwie der Einzige, der die ganze Zeit nur fliegt. Ich bin immer noch am Server drauf und es war auch gerade schwierig, hier irgendwelche Blöcke abzubauen. Also nicht, dass es wirklich daran liegt. Weil, es kann ja sein, dass sie den Fehler kurz behoben haben, aber es wieder sein kann, dass sie den gleichen haben. Oder keine Ahnung. Und wenn das so sein ist, sollte sich bitte in den nächsten 3 Minuten klären, weil dann weiß ich, ob wir jetzt gleich in den nächsten 3 Minuten die Aufnahmesession für heute beenden. Weil es bringt uns ja nichts, irgendwie
das jetzt hier laufen zu lassen mit den technischen Problemen. Gib mir mal bitte gerade nochmal die Z-Achse von Haus. Oh, du bist ja schon beim Server. Die Z-Achse vom Haus. Ich stehe vor der Haustür minus 29. Und die X müsste, glaube ich, irgendwas mit 100 sein, oder? 135. Okay, dann die Richtung. Also wollen wir mal gucken, ob die Fehler jetzt noch mehrmals kommen, weil wenn ja, dann lassen wir das für heute dann. Na! Lol, ich stehe jetzt bei minus 135, 14. Meinst du plus 135? Ja. Okay, erklärt gerade so einiges. Sonst hätte ich ja minus gesagt. Erklärt's gerade irgendwie so ein bisschen. Das heißt, ich bin 300 Blöcke vom Haus weg. Der ewige Kampf, Basti und der Weg zum Haus. Naja, komm, also bisher habe ich mich noch nicht verlaufen. Ja, so war das jetzt nicht gemeint. Ich weiß nur. Die letzten Male hat es immer gedauert, bis du mal da warst. Weil du sollst dabei sein, wenn ich das Portal anschalte, deswegen. Oh nein! Oh doch! So, Fackel. Oh no! Ja. Yeah. Zack, zack. Drüber springen, oh. Okay, hat nicht geklappt. Ich werde gerade. Ich sehe das Haus. Ich sehe das Haus. Bom! Blown up by Creeper. Jetzt sehe ich das Haus erst recht, weil ich im Haus bin. Ja, und dann bleibst du genau oben an der Kante hängen. Oh oh. Du spackst wieder rum. So. So. Ja, Leck mich doch am Arsch. Mehr verstehe ich gerade nicht. Hast du mein Internet? Wenn es wirklich dein Internet ist. Na gut, ich mach schon mal an. So. Soll ich mich reinwagen ohne Optifine? Ich werde so sterben! Du, ich bin ehrlich, wüsste nicht, was es sonst sein sollte, außer mein Internet. Wir spawnen auf Soul Sands! Nee, das ist Zeit, sagt er. Alter! Human in your chamber timed out. Das können wir vergessen heute. Das können wir sowas von vergessen gerade. Jetzt geht's gerade wieder ein bisschen.
Geh mal wieder zurück nach Hause. Darf ich jetzt Server? Danke sehr. Der Server laggt wie Sau. Ich glaub es nicht. Und Basti fliegt. Ich glaub es nicht. Wenn ich jetzt eine Antwort noch kurz drauf kriege, was er schreibt, kann es gleich sein, dass der Party gleich beendet ist. Ich muss nur darauf warten, was er dazu schreibt. Er schreibt. Er hat aufgehört zu schreiben. Naja, mal schauen, was er schreibt. Das! Er hat doch nichts geschrieben, oder? Nein, hat er nicht. So. Oh, hier sind ein paar Pilze gewachsen. Farmen wir sie mal ab. Falls ich sie bekommen habe. Solange uns da kein Creep. Gut, Leute! Ich würde dann mal offiziellerweise sagen, das war's dann auch heute. Leider etwas kürzer als geplant. Aber der Server hat nicht so ganz gearbeitet heute, wie er sein soll. Ich weiß nicht, ob der Host aber leichte technische Probleme hatte oder keine Ahnung. Ich würde aber jetzt trotzdem mal sagen, das war's dann mit heutigen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Normalerweise mache ich das gerne, wenn er sich mit verabschiedet. Aber da er gerade nicht drauf kommt, würde ich sagen, das war's dann. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.